So, auf ein neues. Bei eurer Reise durchs Vorgebirge kommt ihr in ein enges Tal, in dem ein großer Steinhaufen den Weg versperrt. Hier gab es wohl kürzlich einen Felsrutsch. Ihr seht euch das Geröll näher an und die Größe der Steine lässt euch schier verzweifeln. Nur jemand mit großer Kraft und großem Geschick könnte den Weg freiräumen. Ja, wir haben ja jemanden. Ich glaub, umkehren war, glaube ich, doof und Steine wegräumen war, glaube ich, auch doof. Ne, du bist ja so ein Steinwegräumer da. Mach mal das obere. Ja. Seiner rohen Kraft und Steinverbundenheit ist das Felsenherz für diese Aufgabe wie gemacht, sag ich. In wenigen Minuten sind genug Steine zerstört oder aus dem Weg geräumt, um auf den Pfad weiter zu wandern. Also ist es auch mal ein bisschen abhängig von den Charakteren, die gerade dabei sind. Das hatten wir schon mal. Ja, aber ich glaube, das letzte Mal hat das mit dem Baba und der war nicht dafür geeignet. Nee, das mit dem Felsenherz hatten wir hier schon mal, deswegen wusste ich das. Ja, genau. Ja, das war mir gar nicht mehr so. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Following the Inox Trail, you find the remains of their village, burned and collapsed into a crevasse. A dark cloud hangs over the mountain directly behind it. You follow an old stone road, seemingly untouched, as it winds its way up the scorched terrain and ends at a cliff several hundred meters high. You find a pair of great stone doors, warm to the touch and intricately carved into the side of the mountain. Once inside the doors, you see pools of liquid flame illuminating the room beyond in an eerie red glow. Charred corpses of Savas are scattered everywhere. The earth shakes violently, and a number of demons turn their gaze toward you. So. Ja, das krieg ich. Das krieg ich auch hin. So.
Lebst du noch? Ja, ich lebe, ich lebe. Wir gehen jetzt alle direkt links rum, oder was? Oder Chris macht den einen hier noch platt. Na, Gelago macht den einen hier noch platt und... Also ich greife jetzt den, den und den da an. Okay. Ich kümmere mich um den. Ja, da gehe ich auch dran. Könntest du dich irgendwie hier hinstellen, dass ich dahin kann? Julia? Ich stelle mich dahin. Oder das? Ich weiter nicht kommen. Ja, okay, das ist auch gut. Kannst du nur einlaufen? Ja, ich habe nur einlaufen. Oh. Na denn? Deswegen stelle ich mich ja auch immer dahin, damit ich den einen laufen kann und dann angreifen kann. Und ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich meine andere Karte kriege. Dann kann ich nämlich 2 laufen und 5 angreifen. Na denn? Das sieht gut aus. Das war ein Run, würde ich sagen. Ich würde sagen, die sind tot. So muss das laufen. Dafür kriege ich natürlich mit Sicherheit jetzt den übelsten Debuff. Was war das denn? Schieben? Ja. Hast du das jetzt als Zusatz gekriegt oder was? Ja. Okay. Und? Da komme ich jetzt nicht mehr dran. Da steht doch noch einer. Er muss im Zweifelsfall auch weg. Ja, trotzdem muss er weg. Er macht Schaden. Ja, aber... Aber ist eine Band und macht Musik. Wer geht denn nachher dann die Truhe holen? Ich werde die Truhe holen gehen. Du wirst die holen. Wunderbar. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um den hier vorne. Dann. Nee, da war gar nicht hin. Wir müssten hier hin. Nein! Ach, jetzt habe ich das falsche Teil genommen, verdammt. Ach, egal. Dann hau ich da jetzt so drauf.
Ich finde das immer lustig, wenn die Schaden kriegen. Hm. Das ist auf jeden Fall praktisch. Kommt der einfach wieder zurück? Zack. Ja. Na toll. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich werde jetzt den da der Falle beschmeißen und dann nochmal da reinziehen. Ja, kannst du den nicht da reinschieben? Dann wäre die vor der Tür schon mal weg. Oder kannst du nur ziehen? Ich kann den auch da hinten reinschmeißen, ist egal. Ja, dann wäre die doch schon mal weg, das wäre doch praktisch. Ja. Mal kurz einen Schluck trinken. Warum komme ich jetzt bitte nicht auf dieses Feld? Auf welches Feld? Auf das dahin. Auf das da? Ja, weil er irgendwie wieder Umwege geht. Okay, manchmal muss man selber die Wege bestimmen. Besser ist das. Und theoretisch könnte ich eigentlich auch den linken noch da reinschmeißen. Weil dann hat er nämlich auch noch Wunde. Ach, kannst du auch. Das ist egal. Hauptsache vor der Tür ist da eine Falle weg. Das wäre halt am sinnigsten, ne? Weil den kann ich sogar durch beide Fallen durchschießen. Ist der gleich tot. So finde ich das besser. 1, 2, tot. Jetzt hat den Elite da reingeschoben. Ja, stimmt. Im Umkehrschluss wäre es jetzt besser gewesen. Ich hätte die Falle auf den anderen schmeißen sollen. Yep. Egal. Aber ich kümmere mich jetzt um den. Autsch. Ja. Mistkröte.
Ura. Hab mich voll um den gekümmert und so. Ja, ja, hab ich gesehen. Ja, ne? Zeig, was du kannst. Oder so. Ja, oder so. Ein bisschen rumschreien hat schon immer geholfen, ne? Hm. Gut. Hast du den da jetzt platt? Obwohl, ich könnte das nehmen, dann ja, doch, doch. Mhm. Ja, der ist jetzt tot. Und ich komme auch direkt da vorne zu dir hingewackelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Obwohl der hier vorne steht, gleich eh von alleine. Welchen meinst du? Wo ich gerade neben stehe. Ich überlege jetzt gerade, ob das sinniger ist, mich jetzt neben den anderen zu stellen, den Angriff da drauf zu machen und den in die Falle zu schieben. Weil der ist ja dann definitiv auch tot. Meinst du in die Elite hinten? Ja. Ja, dann geh dahin. Ich kümmere mich dann hier um die. Ja gut, dann schmeiße ich den da vorne gleich in die Falle. Ja. 4, 5, 6. Ja, das passt. Gut, wird gemacht. Stell mich mal direkt hier vor dich. Ja, ganz ruhig. Der ist auf jeden Fall tot. Dran ist. Ja, genau. Das heißt, dann müsste eigentlich jetzt gleich auch die Tür aufgehen. Oh. Ich muss sagen, der Kleine macht schon echt Schaden, ne? Oh, der ist auf jeden Fall besser als die ganzen Monster, die wir vorher hatten.
Angriff 3 macht er, ne? Ja, das war's, ne? The Savas gathered in this back chamber as their last stand. A number of them lie around the area, their bodies mangled and roasted. A throne occupies the room's center, and atop it sits the body of a regal Savas, holding a hammer and a helmet. Scorched into the wall behind him are the words, "Folly." The beast awakes, impossible to control the mountain's power. Return them, and it shall sleep again. Du gehst jetzt eh nur schnell rein, holst die Truhe und kommst wieder raus, ne? Ja, ich guck gerade, ob ich mir jetzt noch zwei Karten wiederhole. Ob das jetzt schon Sinn macht. Ob ich da vielleicht noch irgendwie was mitreißen kann. Ja, ist halt die Frage, komme ich jetzt noch mit dir da rein? Oder mache ich mich schon auf den Rückweg? Eigentlich musst du jetzt nicht mehr da rein. Es sei denn, die stemmen jetzt irgendwie den Weg zu, dann ist natürlich scheiße. Also warte ich nochmal ab. Ja, ich sagen. Der geht schon mal nicht auf die Truhe. Ach, zum Glück der auch nicht. Sehr gut. Zwei. Also wenn er dich jetzt nicht zu Was? Schnell vorbewegst, kann ich dich auch noch eben teilen. Mich? Ja. Ja, die hauen gleich alle auf dich drauf, ne? Boah, also. Ich sag ja noch. Ich habe noch keine einzige verbrannte Karte, ich habe noch alle meine Heiltränke, also... Das interessiert mich ein Scheiß. Gut, dann kriegst du halt keine Heilung. Bam. Nein, brauche ich nicht. Ich gehe jetzt da rein, gehe wieder raus und weg. Gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Ja, warte noch. Geh da rein und dann guckst du bitte, wo die langlaufen, weil wenn sich mich irgendein Idiot hier vorstellt, so dass mein Weg versperrt ist, dann brauche ich dich nochmal. Ansonsten laufe ich da einfach drumherum und ich bin wieder raus. Dann gehe ich halt nicht weg.
Dann mache ich jetzt eine heile Runde. Du kannst nur eine lange Rast machen. Nee, ich mache eine heile Runde. Oder heile Runde, ist mir egal. So. Dann sollte ich aber auch heilen reinmachen, ne? Ja. Ja, das gefällt mir. Jetzt könnt ihr drauf mich draufhauen, wie ihr wollt. Drück so laut, die nehmen dich beim Wort. Die hören dich. Die kleinen Futzelviecher machen eh nur einen Schaden pro Schlag. Die großen, ja, machen fünf, wenn es hochkommt. So platt kriegen die mich auf keinen Fall. Mal Zweierbuff gibt's bei mir nicht, hab den Helm. Von daher alles gut. Ey. Ja, bitte. Das war genau meine Berechnung, den jetzt noch mitzunehmen. Du hast da vorne ganz viel mitgenommen. Tja, guck dir den Tank an. Hast du das gesehen? Nur verwundet. Nur ein Kratzer erlitten. Ja. Yeah. Kümmert euch mal um die Viecher hier. Ich durfte doch nicht zurückgehen. Ja, jetzt kann ich ja da durchlaufen. Jetzt ist ja alles gut. Ich muss ja gucken, ob die mir den Weg versperren. Ja. Yeah. Dein Meister Lampe steht hier immer noch rum. Ja, der hat den anderen auch gerade gut weggehauen aus dem Leben. Ja, komm, der hatte nur zwei gehabt. Ja, und aber der hätte noch Schieben gehabt und. Der hat voll die Buffs noch gekriegt. Voll gut. So. Na toll. Yep. Das hab ich mir gedacht. Egal, ich hab meinen Trank. Ah ja. Dass mich das interessieren würde. Ja, toll, mein Goldhaufen ist jetzt weg. Da ist noch ein Goldhaufen. Also ja, dann darf ich auch nur drei laufen, das ist scheiße. Also egal, Goldhaufen, ich hab noch genug Karten. Würde. Ich hab aber noch genug Karten. Ja. Wollte ich da wohl gemeint haben. Dann mache ich jetzt erstmal eine kurze Rast, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen EP abgrasen. Was machen wir denn mal da?
Da gibt es ein EP. Machen wir mal das. Ach cool, ich bin unsichtbar. Finde ich gut. Das ist echt das Geilste, ey. Mach so was, wir sind unsichtbar und was als erster dran. Mich juckt die und ganze tschüss. Runde nicht mehr. Ja. Ich juck das alles jetzt auch nicht mehr. Ich hau nämlich auch hier ab. Kann er für mich looten? Nein, kann er nicht. Das haben wir schon des Öfteren mal angeregt, aber ja. Monster, also geil. Beschworene, können nicht looten. Das ist voll doof. Sagt sie und geht auf den Loothaufen. Bitte schon, mein kleiner Helfer. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch wieder auf das grüne Feld, ne? Also ich komme nicht, wenn da keine Loothaufen mehr sind, ne? Das wisst ihr schon. Hat hier noch zwei Loothaufen liegen lassen. Selbst schuld. Ja, die habe ich nicht mehr erreicht. Tja. Hätte Fahrradkette. Ja, mit Öl. Ist nicht ein weitergegangen. Ich hab's dir doch gerade schon gesagt. Ey, du hörst genauso wenig zu wie ich. Das Feld war noch weiß. Das wird bei mir als verfügbar angezeigt. Ich darf nicht looten. Ach, du darfst nicht looten. Schade. Ja. Hab ich gerade schon gesagt. Hast du? Hab ich nicht gehört. Ja. Hab ich aber auch nicht mitgekriegt. Ja, ich sag ja, das ist dieses, man konzentriert sich oder guckt auf was anderes, guckt seine Karten an und kriegt nicht mehr, was der andere sagt. Oder dein Headset hat wieder Aussetzer gehabt. Weil wenn ich das auch nicht mitgekriegt habe, dann hat dein Headset definitiv wieder Aussetzer gehabt. Nein, du hast dich mit Chris unterhalten. Dumm, die dumm, die dumm.
Kann ich meiner Feuer anreichern? Kriege ich wenigstens nur ein EP. Ich habe kein Feuer. Toll. Warum nicht? Ich habe nur Erde. Wenn andere Feuer anreichern, dann kriegst du EP? Dann kann ich das benutzen. Weil ich habe eine Karte, das, da gibt nur EP, wenn da Feuer angereichert ist. Die anderen Karten, alle, die ich jetzt noch habe, die geben gar kein EP. Wie gesagt, ich habe zu viele Karten ohne EP. Deswegen dauert das bei mir auch Ewigkeiten, bis ich da aufsteige. Mhm. Ihr habt schon 5 Charaktere durchgefühlt und ich bin immer noch nicht auf Level 9. Aber wie kannst du von einem anderen das Element nutzen? Das ist für alle. Ja. Das kannst du nutzen, wie du willst. Wenn es da ist, kannst du es nutzen. Ist natürlich nur blöd, wenn sich das einer anreicht, um dann danach einen Angriff damit zu buffen. Ja, weg ist es weg. Ja. Die Elemente, die reicherst du doch für dich selber an. Nein. Nein, die reicherst du für alle an. Genau. Es hätte ja jeder andere Elemente da stehen. Welche Elemente habt ihr denn da stehen? Das Sternchen und das Blättchen halb. Tito. Aha. Das war ja, noch nie anders. Wahrscheinlich habt ihr die jetzt da stehen, weil ich jetzt dran bin. Nein, die standen schon immer da. Die stehen immer da. Okay. Das ist für alle. Feuer wird ja auch von den Monstern angereichert. Genau. Dann kannst du es ja auch nutzen. Oder die Monster können das Element auch nutzen. Hatten wir auch schon. Oder das Element einfach umwandeln. Ja. Hatte ich schon des Öfteren. Ich habe mir das Element angereichert, wollte das dann nutzen und ging dann nicht, weil es dann auf einmal Feuer war. Ja. Weil der dann was hatte, was der, wo der das Element mit umwandelt. Der brauchte dann ein Element und das hast du dann gerade angereichert und hat der es einfach umgewandelt in ein anderes Element. Ja, ich verstehe schon, was umwandeln heißt. Und ich habe mich immer gewundert, warum mein Element auf einmal weg ist. Ja. Ich bin gerade auch das verwundert, warum das so gemacht wird. Aber gut. Ja, go, 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 Stahlkonstrukt. Also sehe ich das jetzt richtig? Ich könnte jetzt eigentlich auch... Ach nein, komm, ich geh noch. Finger ich weg noch. Von diesem Haufen. Da will ich auch gar nicht hin. Gut. Ich will da hin. Ihr habt ja noch alle genug Karten, ne? Ja. Okay. Ja, ich frage nur zur Sicherheit nicht, dass einer jetzt sagt, oh, gleich letzte Runde. Dann kommt er nicht mehr aufs Feld. Nö, nö. Kann ich den jetzt wegschieben? Ich schieb den jetzt weg, ja? Schieb. Schieb den mal. Ich wenigstens noch eine P. Da, siehst du? Jetzt hat er nämlich Feuer angereichert. Jo. Interessant, ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt könnte ich theoretisch mein EP nutzen, aber ich bin zu weit weg. Endlich haut mich mal einer. Ja. Na, siehst du, die reichern sogar für mich Erde an. Finde ich gut. Ach komm, dann nutze ich mein Element noch. Also Feuer ist jetzt gleich weg.
Also ich gehe jetzt auf das Feld drauf, ne? Ich nicht. Ja. Nicht? Nö. Ich hole mir noch ein paar EP, solange das Schwitz dann noch geht. Ich hole noch ein bisschen Loot. Ne? Das können die ja noch kaputt machen, wir haben noch Zeit. Dann. Also ich kann auch einmal komplett meine ganzen Karten wiederholen. Ja, ich auch. Ja, dann. Können wir uns noch ein bisschen EP einverleiben. Brauchen mich noch EP. So viel EP kann ich mir nicht mehr einverleiben. Würde ich ja gerne, aber... Und tschüss. Ja. Ja. So, krieg ich denn noch EP? Da. Hallo? Was denn? Ja. Hast du nichts gesagt? Hast du noch drei Karten, die du zurückholen kannst, Nuria? Ja, ich habe nur ganz viele Karten, die ich zurückholen kann. Ja. Ich könnte quasi alle einmal zurückholen. Brauche ich keine kurze Rast machen. Jetzt macht Nuria. Denk dran, muss gleich auch wieder zurück, ne? Jo. Also, um kriegst du noch EP. Ich darf aber nicht mehr so viel EP. Du darfst keine EP mehr. Nein. Dann gib die mir. Ich brauch noch EP. Ich darf EP. Ja. Schön für dich. Ich würde auch gerne noch mehr EP haben wollen würden und so. Hey, das sah aus, als wenn der dem Fräulein gedonkt hätte. Ich bin ja lieb. Zuckerbrot und Peitsche und so, ja, ne? Mal wieder. Ja, ja. Ja, ich kann das halt. Yay! Bam!
Toll, dann ist er schon tot. Dann kann ich gar nicht mehr auf den draufhauen. Ach ne, der ist ja gar nicht mehr dran. Dann bin ich vor dem dran, das ist gut. Tja, warten wir jetzt noch, bis sich die anderen hier hinbequemen, oder? Nein, also ich habe nicht mehr so viele Karten. Bis die da sind, bin ich dort. Ja, dann mache ich mich mal auf den Rückweg. Ja. Wolltest du den nicht töten? Nö, ist egal, ich muss ihn nur angreifen. Der ist jetzt eh tot. Wolltest du auch nicht den einen Goldhaufen hier hinten in der Ecke gehabt haben? Theoretisch, aber ich habe mich für das EP entschieden. Aha. Und ich durfte da auf gar keinen Fall drauf. Ja, weil ich jetzt gesehen habe, dass ich noch EP brauche. Hol dir den noch eben. Jetzt habe ich die Karten dafür nicht genommen. Mein Vieh verlässt mich. Jo. Es rennt zu dem nächsten Gegner da oben. Ich glaube, das brauchst du nicht mehr. So. Ja. Unbedingt. Auf jeden Fall. Könntest du jetzt theoretisch noch eine Runde? Leo? Ein Moment. Ich glaube, eine Runde sollte ich noch hinkriegen. Also ich meine diese Runde und dann die nächste Runde noch. Ja, das kriege ich hin. Und kriegst du hin? Dann hole ich mir noch den einen Goldhaufen. Ich hole mir nämlich noch die beiden Goldhaufen. Ja. War mir klar. Naja, willst du nach mir bitte dran sein, weil dann könnte ich dir nochmal Karten geben, dafür kriege ich Also ich glaube, sie braucht keine Karten. Oder braucht Christel dafür EP? Mir egal. Ja, achso, nee, hab ich jetzt gar nicht angewählt, aber Moment, nee, bei der nächsten Runde. Wenn dann einer von euch nochmal neben mir stehen würde, ja, da kriege ich EP für. Ja, das ist ganz nett.
Muss ich dafür Karten wiederholen? Ja, pro Karte kriege ich dann ein DP. Okay. Wenn du dich dann dahin stellst, ist das kein Ding. Das sollte ich, glaube ich, immer. Ah, scheiße, jetzt habe ich... Oh. Ja, laufen und erbeuten auf 1. Das passiert, wenn man nicht hinguckt. Nein. Ich habe die falsche Karte genommen. Ach so. Ja. Hätte er 3 laufen können. Ich habe nur verkehrt ausgewählt. Hallo? Ja. Warte, ich mal zu dir rüber. Also hier war das jetzt, ne? Ja. Gar nicht, warum die noch laufen. Die reichen uns eh nicht mehr. Ja, ich fürchte, dass ich ja eigentlich eine kurze Rast machen müsste. Mach doch. Ach so, kriegt er seine Karten nicht. Ja. Ja. Oder hast du noch genug Karten, die du dir wiederholen könntest jetzt? Ja, ich verballer jetzt 3 Stück. Ja, dann stell dich doch neben ihn und dann. Jo. Weil sonst. Sieht er schlecht aus. Schaffst du noch eine Runde? Ja. Gut. Wohl. Na ja. Passt schon. Scheiße, kann ich gar nicht. Was willst du denn da erbeuten? Ich wollte nur den EP erbeuten. Ach so. Ach scheiße, jetzt habe ich die aktiviert. Nee. Alter, jetzt laufen.
Finger weg von meinem Gold. Was? Nein, ich wollte nur die CP haben. Hast du jetzt keine mehr, die du, Ich habe zwei Karten jetzt. Und Lago? Ich habe mich gerade verklickt. Stehen die jetzt eigentlich neben dir? Ja gut, dann... Du kriegst eh nur 1 EP. Ist nicht pro Karte 1 EP? Ja, bis zu 3. Also ich kann die zwei Karten wiederholen, ist ja dann egal. Kriegst ja nicht pro Karte, die wiederholt eine EP. Nicht? Nö. Hab ich gedacht. Steht da nicht so. Dann kannst du ja gleich gucken. Jetzt 2 EP oder 1 EP, Chris? 1 EP. Ja, 1 EP. Ja, wollen wir das Level nicht langsam mal verlassen? Wie jetzt? Und Sieg. Ne, wir müssen erst noch alle unsere Züge beenden. Ja. Mach ihn platt. Nee, der ist voll daneben und will sterben. Oh no. Ja. Er hat lange durchgehalten. Ja, du hast ihm noch einmal wieder Leben dazu gegeben, ne? Nein. Ja und? Ich bin spendabel. Super. Alle geschafft, ist ja Wahnsinn. Hey, du hättest noch 3 Erfahrungspunkte kriegen können. Oh ja. Darf nicht mehr Erfahrungspunkte. Ja. Zählen kann sie auch nicht. Darfst wohl noch mehr Erfahrungspunkte. Null Ansehen. Geil, wir haben null Ansehen. Warum null ansehen? Ja, was weiß ich. Wie dumm ist das denn?